Wir haben so viel Zeug gesammelt. Und ich kann jederzeit zurückkehren und die Leute dann natürlich wieder besuchen, wieder aufsteigen lassen. Das freut mich riesig. Wir haben selber Dschungelsetzlinge, mit denen wir eigene Dschungelbäume anpflanzen können. Wir haben Dschungelholz, wir haben Kakao, wir haben Papageien und eine Katze, die hoffentlich auch irgendwann mal hinterherkommen. Ich wollte schon sagen, was schubst mich hier an? Vielleicht bleiben die auch da. Weil die denken, dort ist mein Haus. Aber das Bett habe ich ja abgerissen, das können die ja jetzt nicht mehr denken. Na, wer weiß, vielleicht kommen sie irgendwann nochmal hinterher. Wenn nicht, dann muss ich eben suchen, gucken, wie ich anders nochmal an eine Katze komme. Gegebenenfalls muss ich mir mal selber eine spawnen. Es gibt ja die Möglichkeit, hier bei Minecraft auch andere Dinge einzusetzen, um dann dementsprechend etwas spawnen zu lassen, was ich eigentlich nicht tun wollte. Aber wenn es tatsächlich so doof läuft, habe ich keine andere Wahl. Was haben wir denn hier? Hunde! Magst du keine Knochen? Willst du lieber ein schönes Stück Fleisch? Habe ich auch. Ja, ja. Komm, Hündchen, wir gehen nach Hause. Gut, dann habe ich jetzt einen Hund. Hündchen, kommst du? Oder muss ich dir erst ein Halsband anlegen? Das kann sein, dass ich so ein Token mit anlegen muss, ne? Ich weiß es nicht. Vielleicht kommen die ja irgendwann nochmal hinterher. Es wäre zumindest wünschenswert, es wäre schön. Aber jetzt will ich endlich nach Hause. Endlich wieder in mein wunderschönes altes Heim. Nicht Altenheim, aber altes Heim. Und dann muss ich mir wahrscheinlich irgendwann mal irgendwas spawnen lassen, um das dementsprechend zu nutzen. Ungerne, aber geht nicht anders. Viele Ressourcen haben wir ja wirklich einfach nur so gefarmt. Die ganzen Dinge hier ganz alleine entdeckt. Die ganzen Viecher kennengelernt. Was natürlich traumhaft war. Aber wir kommen nicht drum herum. Wir müssen leider versuchen. Was ist hier oben los? Oh, Füchse? Esst ihr Fleisch? Seit wann gibt's denn auch Füchse? Ja, quietsch. Aber die scheinen kein Fleisch zu essen, zumindest haut er ab. Okay, er will kein Fleisch, vielleicht will er Knochen? Nee, will er auch nicht. Irgendwas ist gestorben. Es könnte ein Hase gewesen sein. Guck mal, der Wolf verteidigt uns. Der denkt, der Fuchs will gegen mich kämpfen, aber das will er ja gar nicht. Oh, nee, das wollte ich nicht. Sag mal, bleibst du stehen? Reicht's mir. Schwert raus. Aua. Hast du mich nicht lieb? Hier ist ein böser Wolf. Okay, wenn er so ist, hau ich hier ab. Ich hab gedacht, das funktioniert. Oh, der mag mich. Aua. Guck mal, ich werd angegriffen. Hilf mir! Hilfe! Da sitzt er hier einfach rum. So ist gut. Töte den Wolf. Super. Hast du toll gemacht. Komm, wir gehen nach Hause. Ist ein weiter Weg bis dahin. Kommst du mit? Ja.
Ach nee, du. Leute, was hier heute alles los ist. Und du spawnst immer wieder. Schön. Das ist gut, dann kann ich dich nicht verlieren. Das hörte sich nach einer Mine an. Warte mal, das markieren wir uns mal. Und dann können wir da jederzeit gucken, was das war. Wenn wir denn irgendwann mal wiederkehren in dieses Gebiet, was ich jetzt aktuell bezweifle. Komm, Mündchen, wir müssen hier lang. Schwimmen einfach mal rüber. Geht schneller. Oh, es wird ein weiter Weg bis nach Hause. Aber allzu weit ist es gar nicht mehr, ne? Wenn ich jetzt die jeweiligen Zahlen dort einfach mal so beobachte, haben wir die Hälfte des Weges schon fast geschafft. Na gut, aber ein Tag ist auch schon um. Und das letzte Mal bin ich ja auch nicht in der Nacht gelaufen. Autsch, autsch. Ja, alle gut, wir haben es geschafft. So, und dann muss ich mir ja auch noch einen Namen für die ganzen Tiere überlegen. Sowohl für den Papageien, als auch für die Katze, als auch für den Hund. Die müssen ja alle dementsprechend noch benannt werden. Aber habt ihr gesehen, der eine Hund, der hat irgendwie komisch reagiert, als er den Knochen bekommen hat. Der wollte nur Fleisch essen. Und der andere Hund, der hat den Knochen bekommen. Hier, da ist er. Erstmal schütteln. Und schon war er unser Freund. Also es ist tatsächlich unterschiedlich, je nachdem, wahrscheinlich auch, was der Hund mag, kommt er dann eben mit oder eben auch nicht. Und ich bin auch sehr gespannt, ob wir jetzt, wenn wir nach Hause kommen, dann auch die Katze und den Vogel irgendwann wieder sehen. Wenn nicht, muss ich die tatsächlich wirklich spawnen lassen, was ich ja unbedingt vermeiden wollte. Oh, noch ein Dorf. Und das ist gar nicht so weit weg von uns. Denn übernachten wir hier. Komm, Hündchen, wir übernachten hier. Nee, ich übernachte hier nicht. Ich weiß genau, wie es läuft. Dann bleibt der Hund da. Das will ich nicht. Haben die hier eine Burg? Nicht euer Ernst. Sieht so aus, ne? Tatsächlich. Ja, ich bin auch begeistert. Nee, ich laufe jetzt durch. Die Nacht, die kriegen wir überbrückt. Obwohl, nee, dann könnte der Hund sterben. Einmal ein Creeper gelaufen und schon ist vorbei. Ist hier ein Bett? Nö. Noch eine Katze. Endermans sind hier unterwegs. Zombies? Vielleicht sollten die Villager mal auf sich aufpassen. Hier schläft schon einer. Dann schlaf weiter. Du schläfst noch nicht. Du lässt mich jetzt hier bitte schlafen. Dankeschön. So, dann sind wir wieder da. Wuff. Hallo Hund. Komm, geht weiter. Oh, bitte denke jetzt nicht, dass das unser Haus ist. Komm Hund, geht los. Wir müssen wieder auf die Jagd gehen. Der Enderman portet sich noch nach links und rechts. Aber den Punkt muss ich mir auch aufschreiben. Vielleicht kann ich dann öfter hierher kommen und kann auch hier die Leute größer werden lassen. Ich guck mal gleich, was die haben wollen, um zu handeln. Das sind die Koordinaten 325, 63 und 594, 304, 058, muss ich bei dem anderen noch mit dazu schreiben. Und alles im Plus. Was ist denn bei dem Enderman los? Alles gut bei dir? Der portet sich hier hin und her. Jo, mach mal. So, ihr seid alle keine Händler. Ich muss den Händler finden. Wo ist der Händler des Dorfes, bitte? Ist der hier irgendwo? Er sieht so aus. Hallo, du möchtest Gammelfleisch haben, ja? Gut, das habe ich jetzt nicht dabei. Aber dann weiß ich wenigstens, was ich mitbringen muss.
jede Menge Gammelfleisch, um das hier zu verticken. Ich hoffe, ich habe das mal irgendwo aufbewahrt. Und ansonsten sehe ich hier auch keine weiteren Händler. Ist nicht so wie in dem anderen Dorf, dass hier 2 oder 3 Händler rumlaufen. Aber wir kriegen das schon noch hin. Wir werden wiederkommen. So viel ist sicher. Mein Hündchen, bist du da? Kommst jetzt einfach mal mit. Oh, und wir können jetzt immer gemeinsam durch die Gegend ziehen. Wir sind jetzt Kumpels. Gott, ist das schön. Die haben auch blaue Blumen. Und die haben auch so einen komischen Beschützer dabei. Finde ich gut. Dann sterben die wenigstens nicht so schnell. So, wir sind jetzt gleich auch schon zu Hause, wenn ich das richtig sehe dort, anhand der Zahlen. Wir müssen bloß nach rechts weiter. Hier müssen wir jetzt lang. 126 muss ganz hinten stehen. Und dann sind wir schon zu Hause, das heißt nur noch geradeaus. Hündchen portet sich, das ist gut so. Du bist eh zu langsam aktuell. Hinter dem Berg. Da wohne ich. Ich brauche dringend Beacons. Aber ich habe gelernt und gesehen, dass man, um ein Beacon herzustellen, also ein Leuchtfeuer, dementsprechend Wither töten muss. Und einen Wither zu töten, stelle ich mir jetzt nicht unbedingt einfach vor. Kann ich die so töten? Ja, kann ich. Warte. Ja, das sind sogar Fische, die ich mit einsammeln kann. Sehr nice, dankeschön. 4 Fische. Haben oder nicht haben. So, hinter diesem Berg müsste ich wohnen. Oder bin ich noch weit weg? Nee, eigentlich nicht. Hier müsste ich wohnen. Und das ist cool, denn dann kann ich jederzeit wirklich hoch und die anderen Leute wieder treffen, die da vorne wohnen und denen Gammelfleisch bringen. Bums. Voll auf die Schnauze geflogen. Auch nicht schlecht. So, hinter diesem Berg muss ich wohnen. Das heißt, irgendwo hier hinter. Noch einen Berg weiter. Kann das sein? Kann das sein, dass wir noch nicht in der Nähe sind? Vielleicht hinter dem Berg da? So langsam wird meine Energie auch knapp. Mein Gammelfleisch geht zu Ende. Aber wenigstens können wir noch ein bisschen was machen. Erholen uns auch wieder. Hier sind schwarze Hasen unterwegs. Ah ja. Wuff. Da ist es. Unser Zuhause. Wir sind wieder angekommen. Was für ein wohliges Gefühl. Und all das Zeug, was wir mitgebracht haben, werden wir natürlich auch umsetzen. Ich hoffe, dass irgendwann auch der Papagei spawnt oder die Katze, dass die mitkommen. Zumindest haben wir jetzt einen Hund und der passt auf, dass keine Skelette mehr kommen. Und wenn wir dann auch noch die Creeper loswerden, dann ist alles gut. Komm rein, Hund. Ich lass mal die Tür auf. Ich muss einmal gucken, ist hier ein Creeper? Nö, pure Stille. Gott sei Dank. Ach Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja, ei, ei. Ich mach mal die Tür zu. So, mein Kleiner. Hier sind wir richtig. Jetzt sind wir zu Hause. Willst nicht? Warte mal, vielleicht will er ein Stück Fleisch. Ich habe das Fleisch doch hier mit reingepackt. Wir haben einmal Steak und wir haben einmal Schweinefleisch, aber du kriegst jetzt ein Steak von mir. So, viel Spaß.
Okay. Vielleicht muss ich ihm auch noch einen Namen verpassen. Ich habe ja Namensschilder, ne? Wir gehen jetzt erstmal gleich schlafen. Ich glaube, die Sonne... Nö, die ist noch relativ hoch. Das ist okay. Dann packen wir jetzt erstmal das ganze Zeug, was wir gesammelt haben, in die Kisten, holen unser Namensschild raus, das wir irgendwann mal aus dem See gefischt haben, und geben das mal unserem Hund. Mal gucken, ob das funktioniert. Also, Gammelfleisch kommt hier mit rein. Das können wir später alles verhandeln. Wir haben Spinnennetze. Von geradeaus kommt ein komisches Geräusch. Es kann sein, dass hier hinter noch irgendwo eine Höhle ist. Verhandeln. Das muss da mit rein. Das war der Fisch. Oh, ich habe sogar rote Beetesamen. Das kann nur gut werden. Die Karotten kommen hier mit rein. Kakao. Ich habe noch gar keine Kisten für all das Zeug, was wir jetzt gerade gesammelt haben, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass wir so viel Zeug kriegen werden. Eventuell werde ich hier nochmal eine ganze Kistenreihe mit hinstellen und die bis nach oben hinzubauen für all das Zeug, was jetzt zum Beispiel durch den Dschungel dazugekommen ist. Wir haben Melonen. Daraus werden wir jetzt erstmal Melonensamen machen. Gleich ein paar mehr. Dann werden wir die selber anpflanzen. Was brauchen wir sonst noch? Die Melone des Bösen. Habe ich Spinnenaugen? Nein, habe ich nicht. Redstone habe ich. Redstone. Redstone. Ich glaube, für Redstone habe ich keine Kiste. Hatte ich noch nie Redstone? Doch. Wollte schon sagen. Redstone, Lapis. Wuff. Bambus haben wir. Emeralds. Emeralds kommen oben mit rein. Jetzt haben wir 28. Ja gut, ist nicht die Welt. Aber wir haben einige rangeholt. Dadurch, dass wir unterwegs waren bei den Villagern, das ist schon mal schön. Die Äpfel kommen wieder mit rein. Obsidian ist da. Huch, nee, nicht Gold. Gold ist weiter vorne. Gold haben wir hier. Hier haben wir wieder 30 Golderze. Dschungelholz, ja, da muss ich mir was überlegen. Ich mache Holz erstmal hier drüben mit rein. Da, wo das andere Holz auch ist, das sind die Treppen. Was hast du denn? Hä? Ich nenne dich Rudi. Der gute Let's Play Markus, der hat damals auch Rudi als Namen gehabt. Und du bist jetzt mein kleiner Rudi. Braver Rudi. Ja, feiner Hund. So, dann haben wir jetzt Rudi da. Sehr schön. Melonensamen, Cobblestone. Cobblestone, Cobblestone habe ich hier auch irgendwo da. Oh ja, davon haben wir mehr als genug, das ist okay. Fackeln. Da fackeln wir nicht lang, da gibt es extra eine Kiste. Bitteschön, bitteschön. Das nächste Mal muss ich unbedingt daran denken, auch die Kiste da mitzunehmen. Hier sind so Endersachen, Schleimbälle, das kommt hier mit rein. Blumen. Habe ich auch Blumen? Ja, hier oben. Kornblumen. Sehr gut. Dschungelsetzlinge mache ich hier erstmal mit rein. Auch die Ranken. Bambus muss ich hier erstmal mit reinsetzen. Die rote Beete nehme ich gleich mit, die pflanzen wir nachher an. Und jetzt gehen wir erstmal ins Bett, denn ich glaube, es wird schon wieder dunkel. Spät haben wir es? Ja, doch, doch, die Sonne geht unter. Komm, Rudi, wir gehen schlafen. Wo bleibt mein Papagei? Kommt der schon hinterher? Ich glaube nicht, die Katze hat uns auch verloren. Ach, schade. Wahrscheinlich habe ich der Katze nicht genug gegeben, sodass sie nicht so treu und anhänglich ist. Oder die denken wirklich noch, dass das Villagerdorf meine eigene Hütte wäre. Rudi, kommst du mit ins Bett? Rudi! Ah, wenn nicht, denn nicht. Ja, nu komm! Ich lass die Tür nicht auf. Ist mir zu gefährlich. Weißt was? Ich geh schlafen. Bis gleich. So, und wir sehen uns im nächsten Part wieder und kümmern uns dann natürlich nicht nur um unsere Wohnung, sondern auch um all das Zeug, das wir geholt haben, bauen hier unsere Dschungelbäume mit hin, pflanzen noch ein bisschen rote Beete an und freuen uns über das, was es hier alles gibt. Ich freue mich riesig. Rudi, verabschied dich von den Abonnenten. Tschüss. Geiler Mist, geiler Mist. Ja, da kann man auch rein, Rudi. Das stimmt. Bis später.